Yippie-a-yi, da sind wir doch im neuen Jahr gut reingerutscht, gut angekommen mit einem herzlichen Willkommen hier in der Technik Ranch. Genau, herzlich willkommen in 2017. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Der Herr Morawitz und ich, wir freuen uns ein Loch in den Bauch, dass Sie hier sind. So fangen wir schon mal gut an. Und deshalb haben wir auch dieses Mal wieder drei wunderbare Themen. Es geht los mit dem optimalen PC. PC selber bauen, worauf kommt es an? Was gibt es für Sachen? Meine Kollegen bei CT haben sich da große Mühe gegeben, haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben das mal so ein bisschen zusammengetragen für Sie. Da ist bestimmt der richtige PC für Sie dabei. Dann haben wir das Thema Nummer 2 in dieser Sendung. Smartwatches. Die entwickeln sich weiter und die Uhrenhersteller, die klassischen Uhrenhersteller, die kommen jetzt auch mit in diesen Bereich, haben gesagt, dann den Markt überlassen wir den anderen nicht kampflos. Ja, und zu guter Letzt haben wir etwas angeguckt, was die meisten kaum angucken, nämlich Micro-SD-Karten. Also diese Dinger, die man so ins Handy, in die Kameras und so reinsteckt, um darauf was zu speichern. Worauf muss man da achten? Was gibt es für Unterschiede zwischen den verschiedenen Karten? Warum kostet die eine 9 Euro und die andere 197? Mhm. Wir sagen es Ihnen. Der Hut muss auch in diesem Jahr wieder runter, im Frischen. Besser wäre das, wenn der Hut abkommt, weil sonst ist die Sendung nicht einsatzbereit. Und was sagen wir dazu jetzt noch? Auf geht's. Jetzt gucken. Gucke! Aber sofort! Yeah! Euro Top 20. Ob ich in diesem Jahr 2017 nach Christi Geburt 20 Euronen abdrücken soll, zukünftig für den Kaffee, das sei dahingestellt. Aber das nun ist denn extrem inflationsabhängig und ich hoffe mal inständig, dass wir das in 2017 nicht hinbekommen. Wobei, ich kann natürlich versuchen, ihm 20 Euro abzuknöpfen, aber wir wollen gar nicht über Kaffee und Kaffeegelder reden, obwohl das ja immer ein beliebtes Thema in der Community ist. Aber am Ende muss er bezahlen, ist logisch. Jetzt geht es aber erstmal um die Technik. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Gaming-PCs, die fertigen Gaming-PCs. Und da haben viele zu Recht gesagt, naja, sowas baue ich mir doch ehrlich gesagt selber. Ist klar, ich auch. Und deshalb reden wir jetzt mal über den optimalen, selbstgebauten PC. Wohlgemerkt, optimaler PC, weil den perfekten PC, den gibt es gar nicht. Weil perfekt würde ja heißen, dass er für alle total super ist. Und das geht gar nicht. Genau, die Ansprüche sind ja auch sehr individuell. Der eine möchte gamen. Ja, die Portemonnaies sind auch extrem individuell. Was für den einen der optimale PC ist, weil es der ist, der er sich leisten kann, ist für den anderen wieder eine Grücke, weil ist viel zu langsam zum Spielen. Ne? Ja. Also deshalb nicht perfekter PC, sondern es geht um den optimalen PC. Wir haben in der Redaktion ganz lange getüftelt, haben ganz viele verschiedene Komponenten ausprobiert, geschaut, was zusammen spielt, was sich wo lohnt. Rausgekommen sind letztendlich drei Modelle, die man individuell natürlich auch noch erweitern kann. Das ist einmal der berühmte 11-Watt-PC, hatten wir ja schon im letzten Jahr. Den haben wir nochmal renoviert, nochmal aufgearbeitet, auf den aktuellen Stand gebracht. Läuft im Prinzip unter dem Motto sparsam, aber eben auch flexibel. Kommt in einem klassischen Tower daher, ist also auch gut ausbaubar. Und den kann man tatsächlich so weit ausbauen, dass hinterher ein Gaming-PC dabei rauskommt. Hängt letztendlich nur noch von der Grafikkarte ab, die ich da reinnagle. Mhm. Und natürlich auch vom Prozessor. Dann haben wir aber auch gesagt, jetzt gehen wir mal so richtig in die Vollen. Wir bauen uns eine Workstation. Die ist jetzt weniger Richtung Gaming gedacht. Obwohl man damit natürlich auch gamen kann, wenn man eine passende Grafikkarte reinnagelt. Sondern die ist eher für wirklich professionelle Anwendungen gedacht. Also High-End-Videoschnitt, 3D-Rendering. 4K. Ja, 4K ist nicht Profi, ehrlich gesagt. 4K kann man inzwischen mit fast jedem PC hinkriegen. Ja. Auch mit Onboard-Grafik. Also hier geht es wirklich um Systeme, mit denen viel gerechnet wird, die also mehr so in den professionellen Bereich kommen. Und natürlich für die Leute, die beim Gamen sagen, hey, scheiß auf die paar Euro, ich kaufe einfach immer das Beste. Okay. Die können natürlich damit auch arbeiten. Und relativ neu bei unseren Selbstbau-PCs ist der Mini-PC.
Es gibt ja seit einiger Zeit ein neues Format, wo ich quasi die Leistung eines PCs in ganz klein nochmal bekomme. Ich rede jetzt nicht von diesen NUC-PCs, die wir schon vor einiger Zeit mal hatten, also so ganz, ganz klein, sondern das ist so ein Zwischenformat, wo ich noch die Möglichkeit habe, zusätzlich den Prozessor zu tauschen. Bei den normalen Mini-PCs, die ich habe, ist ja der Prozessor üblicherweise fest verlötet. Da habe ich wenig Möglichkeiten, noch was zu tun. Hier bei diesem Mini-PC kann ich tatsächlich den Prozessor noch selber wählen und habe auf diese Weise noch eine Möglichkeit, das auf meine Bedürfnisse hin entsprechend anzupassen. Insofern, das ist ein sehr interessantes neues Format, nennt sich STX und ist halt nochmal kleiner als das normale Format, was ich im PC habe. Da haben wir auch einen Mini-PC quasi zusammengebaut, der eben auch eine ganze Reihe, ja, wie soll ich sagen, Anforderungen einfach erfüllt. Ich könnte ihn beispielsweise als Wohnzimmer-PC einsetzen, weil er reicht durchaus aus, um damit 4K-Filme wiederzugeben und sie auf meinen 4K-Fernseher zu spielen. An der Stelle habe ich also da keinerlei Leistungseinschränkungen. Er ist relativ leise, auch darauf haben wir geachtet. Generell bei allen PCs, die wir zusammengebaut haben, war das eben ein ganz wichtiges Kriterium, dass der PC unterm Strich nicht vor sich hin dröhnt, sondern tatsächlich einigermaßen leise daherkommt. Gut, gut. Insofern natürlich interessant auch für die Leute, die sagen, ich will absolute Ruhe haben, auch wenn ich den Kopfhörer mal nicht drauf habe. Leises Dahinarbeiten eines PCs. Was ich besonders sowieso als immer positiv einschätze, weil mir ist es auch sehr recht, auch beim Thema Videoschnitt, dass die Möhre da neben mir rechts oder links, wo man sie auch immer platziert haben möchte, fast nicht zu hören ist. Genau. Also, auf geht's. Auf geht's. In die Vollen. Wir fangen mal mit dem 11-Watt-PC an. Das ist quasi die Einstiegsgröße. Wenn ich sage, Platz habe ich genug zu Hause, dann komme ich mit diesem Rechner eigentlich super hin und der kostet nur 310 Euro. Komponentenpreis zusammengerechnet. Und da ist dann alles drin. Da ist weniger, dann wirklich braucht. Schon alles drin, was ich brauche, damit das System vernünftig arbeitet. Und habe dann eben einen PC, den ich, je nachdem, was ich damit machen möchte, ihn noch entsprechend erweitern kann. Seine Vorteile liegen klar auf der Hand. Er ist sparsam, er ist leise und flexibel erweiterbar. Was heißt flexibel erweiterbar? Ja, das heißt, ich kann die RAM dort schnellere ohne Ende aufbauen. Naja, RAM ohne Ende natürlich nicht. Das hier ist ein System, das auf dem Sockel 1151 basiert. Das ist der Prozessorsockel, den ich für die, ich sag mal, Feld, Wald und Wiesen, ja, Core-i-Prozessor-Systeme benutze. Ich kann dort bis zu dem Core i7-6700K, also den übertaktesten, den derzeit teuersten oder schnellsten in dieser Kategorie, kann ich dort einsetzen. Aber ich habe gegenüber den 2011-Fassungen, das ist die nächstgrößere Fassung, den Nachteil, dass ich eben beim Hauptspeicher auf 64 GB beschränkt bin. Man merkt schon, 64 GB reicht eigentlich bequem aus, außer ich gehe in den absoluten Profibereich, wo ich halt sage, ich brauche jetzt wirklich mehr Speicher. Dann wäre ich aber beim Workstation-PC, dann wäre ich weg von diesem Basisvorschlag. Ich kann dort im Prinzip, natürlich ganz klar, in diesem Rechner steckt eine SSD drin, muss auch. 500 GB SSD ist eine ordentliche Einstiegsgröße, mit der ich ganz gut arbeiten kann. Ich kann natürlich dort auch größere reinnageln. Ich kann auch noch zusätzlich eine Festplatte einbauen. Das ist auch vom Gehäuse her möglich. Dann sollte ich aber bei der Festplatte, damit es insgesamt leise bleibt, darauf achten, dass ich einen Dämpfungsrahmen mit einsetze. Das heißt, die 3,5 Zoll Platte wird in einem 5 1/4 Zoll Rahmen eingesetzt und zwischen Rahmen und Festplatte sind so kleine Gummidämpfer. Dadurch übertragen sich die Schwingungen der Festplatte nicht aufs Gehäuse und dann dröhnt die ganze Kiste nicht so vor sich hin. Gut. Auch bei der Grafikkarte kann ich natürlich von Onboard-Grafik, das ist quasi die Basisausstattung, bis hin zu High-End-Grafik, alles reinstecken, weil, wenn der Prozessor entsprechend schnell ist, kann daraus eben auch ein Gaming-PC werden. Brauche ich mehr Speicher? Sage ich, ich will in professionelles 3D berechnen,
solche Dinge tun, möglicherweise auch Datenbankanwendungen mit sehr, sehr vielen Daten, dann komme ich in den Bereich des Workstation-PCs. Der ist natürlich deutlich teurer. Wo sind wir denn da? Ja, ich muss gerade mal einen Fehler korrigieren. Der 11-Watt-PC ist 695 Euro. Aua, aua. 310, das war der Mini-PC. Da bin ich verrutscht in der Spalte. Autsch, ja. Autsch. Alles gut gemacht. Ich hatte gemacht. Mich gerade kurz gewundert, wie das denn hinhauen kann. 300 Euro das eine, jetzt noch teurer. Okay, gut. Haben wir jetzt korrigiert. Wo sind wir denn jetzt? Workstation-PC, das ist quasi die obere Kante. Da bin ich bei 1545 Euro. Okay. Das liegt an verschiedenen Dingen. Einmal sind die Prozessoren für diesen Sockel 2011 einfach sehr viel teurer. Dafür gibt es dann eben auch Prozessoren mit bis zu 10 Kernen. Das heißt, ich kann hier wirklich High-End reinnageln. Aber nicht nur die Prozessoren sind teurer, sondern auch die Boards, die ich dafür verwenden kann. Auch da, das ist dieser X99-Chipsatz, der da üblicherweise eingesetzt wird, wogegen bei dem 11-Watt-PC war es ein Z170-Chipsatz, also auch schon einer, der quasi alles bietet, was man kann, bis auf eben die Unterstützung für die mehr Speicher und eben auch mehr Steckkarten. Das ist etwas, was dann dieser Sockel 2011 mitbringt. Da habe ich dann eben die Möglichkeit, extreme Performance rauszusaugen. Ich habe die Möglichkeit, sehr viel RAM reinzustecken. Aber ich habe natürlich den großen Nachteil, das Ganze ist teuer und es braucht auch relativ viel Energie. Also wogegen der 11-Watt-PC, wie der Name schon sagt, relativ sparsam ist, ist diese Workstation alles andere als sparsam und auch alles andere als billig. Ja, jetzt habe ich eingangs schon eines verraten. Der Mini-PC komplett 310 wunderbare Euro. Hier haben wir als Basis ein Barebone genommen. Das heißt, das ist ein, ja, ich sag mal, eine Art PC-Bausatz, wo ich das Gehäuse, das Board, das Netzteil, all diese Komponenten schon zusammen habe. Und das Einzige, was ich noch zusätzlich einsetzen muss, ist natürlich der Speicher. Und ich muss natürlich einen entsprechenden Prozessor einsetzen. Ich kriege aber immerhin mit dem Barebone schon Vorgaben für den Kühler geliefert. Heißt natürlich auch, dass ich dort keine allzu leistungsfähigen Prozessoren einsetzen kann. Klar. Normalerweise verwendet man dann die mit dem Prozessor gelieferten sogenannten Boxed-Kühler. Aber das reicht hier auch komplett aus. Wir haben einen Celeron G3900 eingesetzt. Der reicht für einen Wohnzimmer-PC komplett aus. Ich kann damit tatsächlich auch ein 4K-Display beheizen. Er läuft für normale Videos ganz ordentlich. Wenn ich anfange zu spielen, ist völlig klar, dann ist das mit dem Celeron nicht mehr zu machen. Aber dafür ist die Kiste auch nicht gemacht. Dafür kostet sie eben auch nur 310 Euro. Ist sehr sparsam, sehr kompakt. Nachteil, klar, ist kaum erweiterbar. Und ein weiterer Nachteil, er hat weder HDMI 2.0 noch 10-Bit HEVC. Keine Ausgänge HDMI-mäßig? Nein, dort gehe ich dann üblicherweise mit dem DisplayPort raus. Okay. Also das ist, muss man ein bisschen gucken, wie man das dann hinbekommt. Wenn ich dann tatsächlich Richtung HDMI gehen will, dann muss ich normalerweise auf ein System mit Grafikkarte gehen. Ja, das war so im Schnelldurchlauf. Ja, auch da wird ja immer die Frage gestellt, oder die Aussage sei so genannt. Ja, jeder muss halt schauen, was für ihn das passende Gerät ist oder ja, was vor allen Dingen, was er als Anwender damit anstellen will. Ne? Also für eine normale Klar, das ist natürlich die wichtigste Anwendung. Frage. Erstmal sollte man sich darüber im Klaren werden, was mache ich mit dem Rechner eigentlich? Wo ist mein persönlicher Flaschenhals? Wo ist es mir besonders wichtig, dass der Rechner besonders schnell ist? Will ich nur surfen, ein paar Internetseiten aufrufen, ein bisschen schreiben, ein bisschen E-Mail machen, wie auch immer, diese normalen Office-Anwendungen? Oder möchte ich dann daddeln? Oder möchte ich Filme gucken, 4K und so weiter und so weiter? Das alles sind ja wesentliche Dinge, die eine Rolle spielen. Ja, und am besten denke ich, so in der ganzen Kernaussage dessen, sich vielleicht ein Gerät hinzustellen, wo man sagen kann, man kann es ja doch im Nachhinein, wenn man denn auch hier möchte, noch ein bisschen nachrüsten oder so. Oder? Ja, da bin ich immer sehr vorsichtig mit dieser Geschichte. Leistung auf Vorrat ist gefährlich, weil man die zu früh für zu viel Geld kauft. Ja. Die andere Sache, allzu viel Ausbaureserven darf man eigentlich nicht einplanen, weil sich die Technik natürlich relativ schnell weiterentwickelt. Die neuen Prozessoren, die man dann da vielleicht reinschrauben möchte, ja, die haben vielleicht einen anderen Sockel. Also insofern ein bisschen Reserve einplanen, insbesondere Richtung Platz, ist natürlich immer ganz hilfreich. Insofern
ist der 11-Watt-PC da eigentlich eine sehr gute Basis, um auszugehen, ohne dass ich dafür besonders viel Geld ausgeben muss. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme als Basis den Workstation-PC, der hat natürlich Ausbaureserven ohne Ende, aber er kostet mich eben auch schon zu Anfang relativ viel Geld. Und wenn ich das nicht, die Leistung nicht sofort abrufe, dann zahle ich zu viel. Nun denn, viel Glück und Augen auf beim Kauf. Ja, auf geht's. Zweites Thema in dieser Technik-Ranch, in der ersten Technik-Ranch des neuen Jahres. Man kommt ja kaum dran vorbei an diesen Smartwatches. Und, ich habe keine, in der Tat. Genau, ich streichle Herr Moravitz, da können Sie Ihre Uhr streicheln, solange Sie wollen. Da wird sich nichts drauf bewegen. Die wird nicht smart. Die wird nicht mehr smart. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe Smartwatches, die sind inzwischen auch so ein bisschen aus der Nerd-Ecke rausdiffundiert. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. So, zu Anfang hatte man so das Gefühl, naja, die ganzen IT-Unternehmen, die werden die ganzen klassischen Uhrenhersteller einfach platt machen mit diesen ja, smarten Geräten. Das gute alte Uhrmacherhandwerk, das wird dann nur noch von wenigen Menschen geschätzt werden. Aber ja, ist nicht so. Die schlafen nicht, die Jungs. Die haben tatsächlich auch eigene Smartwatches rausgebracht, weil sie sich natürlich gedacht haben, naja, den Markt sollten wir nicht den IT-Lern überlassen. Und was man auf jeden Fall bemerkt, wenn man sich diese neue Generation, sage ich jetzt mal, von Smartwatches anguckt, ist, eins wird sofort klar, was die klassischen Uhrenhersteller besser können als IT-Firmen, ist Design. Die sehen einfach schon mal gleich cool wie eine Uhr aus. Und nicht wie so ein Klotz am Arm. Ja. Insofern haben wir uns mal die Mühe gemacht und diese Geräte verglichen. 6 Stück haben wir rausgepickt. Das Angebot ist natürlich sehr viel größer und wächst auch kontinuierlich. Aber die 6 repräsentieren schon so ein bisschen auch verschiedene Kategorien von Smartwatches. Und ganz klar, wenn wir über Smartwatches reden, müssen wir natürlich als erstes mit Apple anfangen. Bitte. Auch wenn ich es ungern tue. Die Apple Watch 2. In der 42 mm Version ist ja schon fast so ein Klassiker, geht bei 420 Euro los. Kann man natürlich auch deutlich mehr Geld ausgeben. Das hängt dann davon ab, was man für ein Armband dazu haben will, was man für ein Gehäuse haben will, ob das nun mit Edelsteinen besetzt ist oder nicht. Also da ist der Preis nach oben. Ich wollte gerade im neuen Jahr fragen, ich übernehme es mit aus dem alten Jahr. Warum? Warum? 400 Euro, ich kann noch mehr ausgeben. Warum? Warum? Ja, ja, ich, deshalb ich, eben. Ne? Ich kann, ja. Je nachdem, was ich halt an sonstigen, nicht unbedingt elektronikspezifischen Dingen noch dazu haben möchte, wird das Ding dann entsprechend teurer. Klarer Vorteil der Apple Watch 2 ist natürlich die umfangreiche Ausstattung, die relativ lange Akkulaufzeit, die diese Geräte haben und dieses Gerät hat, der hält ganze 2 Tage durch, ohne dass man nachladen muss. Jetzt wird der Besitzer einer klassischen Uhr natürlich anfangen, laut zu lachen, weil da hält die natürlich Wochen und Monate. Aber ja gut, bei einer Smartwatch habe ich halt ein Display, das leuchtet. Das kostet Energie. Aber grundsätzlich zu allen Uhren, ganz kurz, bevor wir die ganz jetzt im Schnelldurchlauf gleich durchgehen werden, da sind fest verbaute feste Akkus drin, ne? Ja, genau, da sind fest verbaute Akkus drin. Akkus. Das ist auch in diesem Fall, ja klar, Wechselakkus wären natürlich cooler. Ja, meine ich doch. Aber das kostet natürlich Platz. Und? Auch nicht so wirklich gewollt. Ist, vielleicht. Ja, ist, also da würde ich schon sagen, gibt es viele technische Gründe, dass da ein fest verbauter Akku drin ist. Der muss dann eben auch regelmäßig nachgeladen werden. Das geschieht bei den Geräten ganz unterschiedlich. Zum Teil über Ladestationen, wo ich es draufstecke, wo dann quasi kontaktlos geladen wird. Wollte ich grad fragen. Zum Teil gibt es so natürlich auch noch den Klassiker, dass ich halt da entweder über Mini-USB das anstöpsle oder eben über irgendwelche anderen herstellerspezifischen Anschlüsse. Also da ist im Prinzip alles drin. Ist auch natürlich immer ein bisschen eine Preisfrage. Jetzt haben wir auch gerade diese Zeit gehabt hier, wie lange die Uhren aktiv sein kann. Zwei Tage war das, ne? Genau, so 2 Tage. Das war ja ganz zu Anfang, als die ersten Smartwatches rauskamen. Die hielten ja kaum einen Tag durch. Dann waren sie nieder. Das heißt, man musste unter Umständen während des Tages bei intensiver Benutzung noch nachladen. Da hat sich ein bisschen was getan, aber so richtig gut ist es immer noch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Liegt einfach daran, dass in diesem kleinen Raum sich nur wenig Energie unterbringen lässt. Und ja, das Display muss halt irgendwie mit Energie versorgt werden. Und das ist einfach auch der größte Energieverbraucher. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, die Akkulaufzeit künstlich zu strecken, indem ich das Display immer ausschalte.
dann muss ich halt entweder irgendwelche komischen Bewegungen mit der Hand machen. Kann man das nicht manuell einstellen, dass es quasi sagt, so nach 10 Sekunden gehe ich aus? Genau, das kann man einstellen. Das ist der Sparmodus. Aber das heißt eben auch, ich muss dann entweder über die Bewegung des Handgelenks, gibt halt Uhren, die auf dieses Drehen reagieren, dann geht sie an, wenn ich sie ablesen möchte. Oder aber ich habe einen Knopf, auf den ich drücken muss. Das ist natürlich auch sehr unbequem und das ist auch ein bisschen lästig. Das sieht auch ein bisschen albern aus, wenn man durch die City läuft und dann immer den macht. Den macht, ja. Könnte auf die übliche, die andere Bevölkerung ein bisschen seltsam. Könnte eigenwillig wirken, ja. Der will nur mit seiner Smartwatch angeben, sagen die dann. Ja, alle. Andere oder das vielleicht anders. Weiß ich nicht. Ist auch ja, man muss ja nach innen drehen. Damit nach innen? Nach innen? Ja, natürlich. Nicht nach außen ist aus. Die typische. Ich hab's gedacht, da ist aus und da ist an. Nein. Das wäre sinnvoll. So, ja. Geht's an. Okay. Gut. Jetzt genug gescherzt. Zurück zur Apple Watch. Ja. Was hier ganz gut funktioniert, ist tatsächlich diese Automatik. Das heißt, die Uhr ist relativ sensibel, sie schaltet sich sehr schnell ein. Das hat man innerhalb der natürlichen Bewegung sozusagen Auge und Hand koordiniert, erkennt der Bewegungssensor das relativ gut. Das haben sie wirklich gut im Griff bei Apple. Aber natürlich gibt es eine ganze Reihe Nachteile. Einer ist natürlich der Preis und ein zweiter Nachteil ist, zumindest für die Leute, die kein iPhone haben, das Ding läuft halt nur mit dem iPhone. Ne? Also mit dem Android-Smartphone kann ich das knicken, das Teil. Nee. Da habe ich keinen großen Spaß dran. Ist aber bei den anderen jetzt auch nicht so viel anders. Mhm. Die laufen dann halt in der Regel nur mit Android-Systemen, weil eben dort Android Wear als Betriebssystem drauf läuft. Und ja, da muss ich mich halt entscheiden. Es gibt nur ganz wenig, die wirklich auf beiden Systemen vernünftig arbeiten. Aber ja, dann gehen wir nochmal durch. Genau, da wir jetzt bei 420 Euro waren, machen wir mal munter bei 270 weiter. Geht also auch deutlich günstiger. Ja. Asus, eigentlich ein Hersteller, der vor allen Dingen für Motherboards bekannt ist, ist schon seit längerem bei diesen mobilen Geräten dabei. Inzwischen gibt es die dritte Version der sogenannten Zen Watch. Ist mit 270 Euro ein relativ günstiges Gerät. Es hat ein sehr schickes, wie ich finde, und hochwertiges Gehäuse. Allerdings hat die Menüknöpfe oben drauf. Drei so klassische Knöpfe, wie man es eigentlich von den Uhren klassisch kennt. Nachteil ist, wenn ich die Hand bewege, löst der mittlere relativ große Knopf manchmal ungewollt aus. Dann bin ich quasi wieder in der Standardanzeige der Uhr. Das ist so ein bisschen eigenwillig. Das hat man vielleicht auf der Uhr. Das hat man so ein bisschen übertrieben. Okay. Und das Display an sich ist nicht besonders scharf. Akkulaufzeit hier etwa anderthalb Tage bei normaler Nutzung. Bei sparsamer Nutzung komme ich in Richtung zwei Tage. Aber dann ist definitiv Nachladen angesagt. Okay. Eine ganz andere Kategorie ist das, was Casio abgeliefert hat. Die WSD F10 ist eine klassische Outdoor-Uhr. Entsprechend ist sie eben auch wasserdicht. Ich kann damit tatsächlich tauchen. Sie sieht auch von der Aufmachung her groß, klobig, klotzig aus. Das ist auch gewollt. Das ist quasi das Design. Man hat da die alten sogenannten G-Shock-Modelle aufgenommen, die es bei Casio ja schon relativ lange gibt und hat versucht, das auf eine Smartwatch zu übertragen. Das, finde ich, ist auch ziemlich gut gelöst. Sie haben ein relativ clever aufgebautes Display. Sie ist sehr robust und funktional. Muss sie ja auch als Outdoor-Uhr. Aber sie ist natürlich auch sehr groß. Kann man jetzt als Vor- oder Nachteil werten. Sie hat unten ein abgeflachtes Display. Das ist etwas, was man bei den runden Displays oft sieht. Das ist so dieses platte Reifensyndrom. Ne? Die unten am Ende ist es irgendwie abgeschnitten. Das heißt, das Display ist nicht genau rund, sondern es gibt einen kleinen Bereich unten, der eben nicht Display ist, sondern der eben einfach immer schwarz ist. Das ist so, Spötter sagen, du hast einen flachen, platten Reifen am Arm. Aber ja, das ist halt bei den günstigeren Uhren dem Umstand geschuldet, dass man irgendwo die Kontakte rausführen muss. Ich wollte gerade sagen, gewolltes Design sieht anders aus. Ja, genau. Ne? Man kann das auch anders machen. Bei den teureren Uhren sieht man das auch, dass es anders geht. Aber hier ist es halt tatsächlich, je nachdem, was man dann da für ein Zifferblatt geladen hat, sieht man dann diese abgeschnittene Kante unten. Das ist ein bisschen von Nachteil. Was ich aber als größten Nachteil dieser immerhin 500 Euro teuren Uhr empfinde, ist, dass sie kein GPS hat. Also, wer hätte sie noch GPS drin? Dann wäre sie als Outdoor-Uhr auch Standalone nutzbar. Unter Wasser GPS geht auch?
Unter Wasser-GPS geht eigentlich nie, Herr Morawitz. Ja, aber Sie sagten jetzt, ja gerade, ist ja wasserdicht. Also ja gut, aber wenn ich damit wandern gehe, dafür ist so eine Outdoor-Uhr ja üblicherweise gemacht, oder Radfahren oder sonst irgendwas. Ja, natürlich. Dann habe ich indirekt GPS natürlich über die Kopplung zum Smartphone, aber dann habe ich eben immer die Notwendigkeit, zwei Geräte zu haben. Wäre doch cool, wenn das Ding einfach auch Standalone-GPS hätte. Haben sie leider nicht mit eingebaut. Fände ich bei 500 Euro noch eine schöne Sache, wenn es drin wäre. Was ganz raffiniert ist bei dieser Uhr, der Akku hält 3 Tage im Smartwatch-Betrieb. Ich kann die Uhr aber auch in den sogenannten reinen Uhrenmodus versetzen. Dann ist sie sehr viel sparsamer und hält halt einen ganzen Monat durch. Das ist schon mal... Das heißt, ich kann quasi je nach Anwendung umschalten auf normalen Uhrenmodus und dann wiederum auf den Sportmodus. Und je nachdem, wie ich die unterschiedlichen Modi nutze. Ja. In der Küche brauche ich ja keinen Sportmodus, da kann ja ruhig alles ein bisschen langsamer gehen. Na, es geht dabei eher darum, wie viel von diesem Display jetzt tatsächlich errichtet. Ja, natürlich. Ist klar, weil das ist ja der größte Energieverbraucher. Ja, okay, machen wir weiter. Fossil, auch eine bekannte Uhrenmarke, gibt es die Q Marshall. Das ist eine recht schicke und variantenreiche Uhr, weil ich dort auch verschiedene Displays laden kann. Akku hält 2 Tage, also relativ lange für eine Smartwatch. Aber auch die hat das Plattreifenproblem. Das heißt, das Display ist unten immer abgeschnitten. Ich habe unten immer so einen schwarzen Balken und das sieht je nach geladenem Display-Design dann auch unterschiedlich gut oder auch unterschiedlich schlecht aus. Was noch ein bisschen störend ist bei dieser Uhr, sie hat keinen Helligkeitssensor. Das heißt, sie passt sich nicht an. Insbesondere nachts ist das sehr lästig. Da ist das nämlich wieder viel zu hell und man erwischt sich dann ganz oft, dass man die Helligkeit umstellt. Tagsüber muss man sie wieder hochdrehen. Also das ist irgendwie suboptimal. Ich finde, so eine Uhr für 300 Euro, für 300 schlappe Euro könnte schon mal so einen Sensor haben und sich dann gefälligst selber anpassen, weil nachts ist so eine hellleuchtende Uhr echt lästig. Und tagsüber ist so eine dunkle Uhr eben auch nicht das Optimum. Nicht wirklich. Ja, kommen wir zur günstigsten Uhr in diesem Test. Die Pebble 2 HR. Moment. Pebble. Da war doch was mit Fitbit. Ja, aufgekauft worden? Oder genau, das ist der Wermutstropfen. Fitbit. Pebble war ja eine der ersten Community-Uhren. Die wurde quasi über... Leute, die sie unterstützt haben, groß gemacht, diese Marke, oder was heißt groß, sie wurde am Leben erhalten, muss man fairerweise sagen. Die sind inzwischen leider nicht mehr am Markt. Sie wurden aufgekauft, oder besser gesagt, die Reste der Firma wurden aufgekauft von der Firma Fitbit. Das sind diese Sportarmband-Tracking-Hersteller. Die betreiben aber die Marke Pebble nicht weiter. Die werden auch keine Uhren mehr herstellen, sondern alles, was die haben wollten, war das Know-how, was sich in der Firma angesammelt hatte, insbesondere im Bereich Software natürlich, um selber ihre Sportarmbänder schneller weiterentwickeln zu können. Es wird also keine weiteren Pebble-Uhren geben. Die aber Pebble, immerhin Pebble 2HR gibt es noch am Markt. Wollte ich gerade sagen, ja. Was man aber wissen sollte, wenn man sie sich kauft, es ist im Moment nicht klar, wie das mit dem Support weitergeht. Das heißt, natürlich habe ich meine Herstellergewährleistung, aber da weiß man ja, meine Händlergarantie. Nein, jetzt bringe ich es völlig durch. Meine Händlergewährleistung. So, theoretisch 2 Jahre, nach 6 Monaten kehrt sich die Beweislast um und dann stehe ich in der Regel halt relativ platt da. Also andererseits, okay, es sind auch nur 130 Euro, die ich da ausgebe. Insofern, aber man sollte es zumindest im Hinterkopf haben, wenn man sich also jetzt noch eine Pebble-Uhr kauft, dass das mit dem Support nicht so gesichert ist und dass es eben auch einfach keine Nachfolger geben wird. Okay. Nichtsdestotrotz, die Uhr hält 7 bis 10 Tage durch, hängt ein bisschen von der Anwendung ab, liegt am Display, ist eben kein buntes Farbdisplay, sondern ein Schwarz-Weiß-Display, braucht generell erstmal deutlich weniger Energie. Sie ist Android und iOS kompatibel, die kann ich also in beiden Welten nutzen. Sie ist jederzeit gut ablesbar durch das Display und sie ist relativ günstig dafür. Nachteil ist es halt ein doch sehr pixelig wirkendes Schwarz-Weiß-Display. Gut, man kann halt nicht alles haben. Wenig Geld bezahlen, super geiles Display kriegen und dann auch noch endlosen Support gibt es irgendwo nicht. Ja. Letzter im Bunde ist von Tag Heuer die Connected-Uhr. Da sehe ich dann irgendwie 130 Euro. Nee, 1350 Euro. Das ist ein Scherz. Ja. 1350 Euro. Es ist eben auch
eine Tag Heuer und keine normale Smartwatch. Was sie jetzt drauf hat, das hören wir jetzt. Ja, natürlich sehr schick, hat ein sehr dezentes Design. Es ist eine der wenigen Smartwatches, wo man auf der Straße dann nicht unbedingt angesprochen wird, ey, hast du eine Smartwatch, sondern ey, hast du eine Tag Heuer? Ui. Liegt daran, dass man auf dieser Smartwatch die Zifferblätter der klassischen Tag Heuer Uhren, also die echten mit beweglichen Teilen, laden kann. Und das sieht verdammt echt aus. Mhm. Also auf der flüchtige Blick zeigt hier, okay, das kenne ich irgendwoher, dieses Zifferblatt. Es gibt auch hier keinen flachen Reifen. Also das ist ein echt rundes Display. Sie ist jederzeit gut ablesbar. Aber, klar, sehr teuer. Und die Akkulaufzeit, ein Tag. Also da sollte man dann auch auf Reisen die Ladeschale mitnehmen. Und da ist nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in einen anderen Modus hinein, um Akkulaufzeit zu hab ich verlängern? Nicht. Das Einzige, was ich habe, ist, Tag Heuer bietet an, dass ich diese Uhr, wenn ich also sie benutzt habe eine Zeit lang, kann ich sie dann irgendwann gegen einen geringen Aufpreis gegen eine sonst teurere klassische Tag Heuer austauschen. Also da hat man schon so eine Hintertür gelassen. Also wahrscheinlich war denen auch klar, dass dieser eine Tag ein bisschen knapp ist. Ja. Die andere Sache ist natürlich auch, die Laufzeit von diesen Akkus oder Lebensdauer von diesen Akkus ist begrenzt. Ne, man sagt so üblicherweise Lithium-Ionen-Akkus 2 Jahre, dann fangen sie schon stark an nachzulassen. Mhm. Wenn die jeden Tag nachgeladen werden müssen, dann haben sie danach auch nicht mehr so viel Restkapazität. Insofern wusste der Hersteller da wahrscheinlich schon, dass er da irgendwie seinen Kunden was bieten muss. Ist das so moderner Form geworden, der Art und Weise, auch bei den Handys-Geschichten, will ich nicht näher darauf eingehen, aber diese fest verbauten Akkus, die man selber gar nicht mehr wechseln kann, ich halte das für eine Frechheit, ehrlich gesagt. Gut, klar, es ist natürlich irgendwo nicht besonders wartungsfreundlich, ich bin auch kein Freund davon, aber es ist bei bestimmten Geräten wie diesen Smartwatches halt auch kaum möglich, es anders zu machen, weil sie dann eben einfach dick und groß werden. Und bei einem Handy ist mir das ehrlich gesagt egal, wenn es ein bisschen dicker ist. Aber so eine Uhr, die muss schon irgendwo grazil sein. Und da ist diese Connected tatsächlich eine der grazilsten Modelle. Also meine Uhr, meine alte klassische normale Uhr, wenn ich da hinten den Deckel aufmache, dann ist da so eine kleine Flachbatterie drin. Ja, ich richtig. Raus und gut ist. So, genau, fertig. Aber diese kleine Flachbatterie hat ja auch nicht viel zu tun. Die muss nur gelegentlich mal einen Schubs geben und das war's dann. Dabei wird nicht viel Energie verbraucht. Da ist wenig Beleuchtung drin, die ganze Fläche beleuchten muss. Und das Display ist. Aber da ist doch ein Akku drin, bei diesen Uhren drin. Ja, klar. Wäre doch genau dieselbe Variante. Ich kann hinten aufmachen und tausche diesen Akku dann. Ja, aber dafür brauche ich mehr Platz. Dann kann ich es nicht so flach machen. Das ist halt immer das Problem. Das ist ja das gleiche Argument bei den Smartphones. Aber okay, wir schweifen ab. Ja. Das zum Thema Smartwatches. Suchen Sie sich eine aus oder warten Sie, wie ich, einfach noch eine Weile. Das wird sich noch entwickeln. So, einen haben wir noch. Was hat jeder in seinem Smartphone und beachtet es vielleicht gar nicht so sehr, wie es vielleicht sollte? MicroSD-Karten, diese kleinen Speicherkärtchen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, das kann ja bei wenigen Euros losgehen und da kann man auch viele hundert Euro für ausgeben. Die stecken natürlich nicht nur im Smartphone, sondern sie stecken auch so in so mancher Digitalkamera. Mhm. Deshalb haben wir uns gesagt, wir gucken uns mal diese MicroSD-Karten an. Und zwar haben wir uns von den verschiedensten Herstellern jeweils ein 32 GB Modell angeguckt und ein 128 GB Modell. Es gibt natürlich noch kleinere, muss man ganz ehrlich sagen, lohnt sich aber in der Regel kaum, außer ich habe ein Gerät, was sowieso nicht mehr unterstützt. Und es gibt natürlich auch größere Karten. Die größeren Karten sind aber überproportional teurer, also statt 128 haben die dann 256 GB, aber die sind überproportional teuer, da sollte man sich stark überlegen, ob das wirklich sein muss, ob es da nicht günstiger ist, dann wenn man tatsächlich die beispielsweise für die Kamera verwendet, dann 2x256 GB nimmt, da geht schon eine Menge drauf. Also eigentlich gibt es da wenig Gründe, noch größer zu gucken. Wo man genauer hingucken sollte bei den MicroSD-Karten, sind die verschiedenen Kartenklassen. Es gibt da nämlich ganz unterschiedliche Karten, einmal vom technischen Aufbau her und dann aber auch von der Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Fangen wir mit dem technischen Aufbau an. Es gibt die Basiskarten, also 0815-Karten, über die reden wir jetzt gar nicht. Dann gibt es die
UHS-1-Karten. Mhm. Das ist so der Klassiker. Die haben eine Reihe Kontakte unten. Mhm. Und dann gibt es UHS-2-Karten. Die haben zwei Reihen. Die sind natürlich um Klassen schneller. Aber es gibt kaum Geräte, die tatsächlich nutzen. Das heißt, wenn ich mir so eine UHS-2-Karte kaufe, ist die natürlich sehr, sehr viel schneller. Aber sie haben eben auch den Nachteil, dass ich sie in den Geräten gar nicht schneller lesen oder schreiben kann. Ich kann sie natürlich dann am PC sehr viel schneller auslesen, was insbesondere, wenn ich sie für Video nehme, natürlich ein echter Vorteil ist, weil ich nicht so lange warten muss. Muss man aber wissen, lohnt sich also eigentlich nur, wenn ich die Karte rausnehme aus dem Gerät und anderweitig dann irgendwo reinstecke in den PC. Wenn ich sie sowieso nur über das Gerät auslese, lohnt es sich nicht, in diese UHS-2-Kategorie zu gehen. Ansonsten gibt es bei den Karten sehr unterschiedliche Geschwindigkeitsklassen. Auch da sollte man gucken, was für eine Geschwindigkeit unterstützt eigentlich mein Smartphone, unterstützt meine Kamera. Mhm. In der Regel hat man vor allen Dingen Probleme, wenn man zu billige Karten kauft, dass sie zu langsam sind. Mhm. Viele Android-Geräte, gerade wenn sie ein moderneres Android haben, melden dann auch schon und sagen, du, die Karte ist jetzt aber echt zu langsam, da könntest du jetzt Probleme bekommen. So manche Kameras, beispielsweise die von Sony, machen das auch. Also an der Stelle sollte ich ein bisschen aufpassen, dass ich da tatsächlich die richtigen Karten erwische. So, jetzt lange genug Vorrede. Wir haben uns einige Modelle angeguckt. Ich sage gleich nicht alle, sondern wir haben vor allen Dingen die Karten und Hersteller uns angeguckt, die halt auch ein bisschen bekannter sind. Mhm. Bei den unbekannten Namen hat man immer das große Problem, dass man nie so genau weiß, ob da morgen noch das drin ist, was heute ist. Das macht das Testen so schwierig. Mhm. Bei Markengeräten hat man einfach die Garantie, dass da zumindest innerhalb der Serie die technischen Daten gleich bleiben. Okay. Also los geht's mit der Firma Kingston. Da gibt es die Micro SDHC. Karten kosten in der 32 GB Version 11 Euro, 40 Euro zahle ich für die 128 GB Version. Mhm. Es ist eine günstige Karte, aber sie ist eben auch relativ langsam. Wäre also nichts für jemand, der halt tatsächlich damit sehr oft Daten austauscht. Besonders bei dem 128 GB Modell ist das ein echter Nachteil. Beim 32 GB Modell 32 Gigabyte Modell, mein Gott, ist kein SD-Kartenadapter dabei. Das heißt, es gibt möglicherweise dann Probleme beim Auslesen. Ich brauche dann halt einen Kartenleser, der tatsächlich die Micro-SD-Karte auslesen kann. Mhm. Kann längst nicht jeder. Kostet aber auch nicht viel Geld. Gut, klar, aber dann muss ich ihn mir halt nochmal zusätzlich kaufen, macht das Ganze dann weniger attraktiv. Lexar gibt es die Serie 1000X. Zahle ich für die 32 GB Version 24 Euro oder 84 Euro für die 128 GB Version. Ist sehr flott am PC. Es ist ein USB-Adapter im Lieferumfang mit drin, aber dafür ist der Spaß eben relativ teuer. Am anderen Ende der Fahnenstange habe ich von Samsung die Modelle aus der Evo-Reihe, also Micro SDXC Evo. Sie sind sehr günstig, kosten nämlich 9 bzw. 36 Euro, aber langsam. Und was eben auch uns aufgefallen ist, es gibt im Netz sehr viele Berichte über Ausfälle. Also da wäre ich jetzt mal vorsichtig, da würde ich vielleicht nicht mehr ganz so viel sparen wollen. Aber es gibt ja auch noch die Pro Plus Gruppe bei Samsung. Micro SDXC Pro Plus kostet in der 32 GB Version 20 Euro, in der 128 GB Version 80 Euro. Die sind schnell, aber trotzdem teuer und es gibt nur eine eingeschränkte Garantie, nämlich auf ein Jahr begrenzt. Hat bei den SD-Karten durchaus seine Berechtigung, denn anders als SSDs gibt es bei den SD-Karten kein sogenanntes Wear-Leveling. Mhm. Da drin sind ja überall Flash-Speicher und diese Flash-Speicher werden, je öfter man sie beschreibt, desto langsamer. Mhm. Darum sortiert eine SSD permanent um und sorgt dafür, dass die Zellen ungefähr gleichmäßig beschrieben werden. Eine Micro-SD-Karte tut das nicht. Mhm. Das heißt, da altern die Zellen, insbesondere die, die häufig geschrieben werden, am Anfang der
Karte, die altern natürlich sehr viel schneller als die, die nicht so oft beschrieben werden. Also 5 Jahre Garantie zu geben, wäre ein Wagnis. Könnte ein Wagnis sein, insbesondere bei diesen teuren, bei diesen günstigen Karten. Ja. Deshalb wandern wir jetzt mal weiter. Von SanDisk gibt es die Ultra Micro SDX-C. Kostet in der 32 GB Version 11 Euro, 36 GB 128 GB ist für 36 Euro zu haben, sind schnell am PC, haben bei den 128 GB Systemen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hier im Test, aber die 32 GB Karte war im Smartphone relativ langsam. Ja, und jetzt kommen wir ans andere Ende der Fahnenstange, auch hier SanDisk Extreme Pro Micro SDX-C. Das sind UHS-II-Modelle, das heißt, die haben 2 Kontaktreihen, sind sehr schnell, aber eben auch teuer bis sehr teuer. 32 GB für 25 Euro, 128 GB für stolze 197 Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ui. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn man wirklich intensiv mit den Karten arbeitet und sie sehr oft am PC ausliest. Also im professionellen Bereich, sage ich mal, genau, auch, das geht wird auch dann eher auf diese Karten zurückgegriffen, ne? Klar. Ja. Munter weiter. 2 haben wir noch. Toshiba, die M302EA Micro SDX-C. Gibt es für 9 bzw. 35 Euro. Ist sehr günstig, ist aber relativ langsam und die tatsächlich vorhandene Kapazität ist auffallend klein. Das heißt, von diesen 32 GB bleibt also wirklich wenig übrig. Dann nachher. Das ist immer so, diese Gigabyte-Rechnerei ist so eine Sache. Also da war man sehr sparsam, aber dafür sind sie eben auch ausgesprochen günstig. Mhm. Letzter im Bunde, Transcend Micro Micro SDX-C im Premium-Kit. Kostet 10 Euro bei 32 GB und 48 Euro bei 128 GB. Mhm. 48 Euro, ja. Kommt hin. Kommt hin, ja. Ist flott beim Lesen, hat eine hohe Netto-Kapazität und lange Garantiedauer. Das ist also schon mal... Lange Garantiedauer? Das heißt, hier habe ich tatsächlich... Moment, wo steht es hier in meiner... Wir gleich? Dick. Karte hatten wir ein Jahr. Ja, wir haben hier 30 Jahre. Das ist 30 Jahre. Also unterm Strich, ja, das war früher die lebenslange Garantie. Das heißt, wenn die Karte kaputt geht, ohne dass ich sie selber kaputt mache, kriege ich sie ausgetauscht bei Transcend. Das ist... Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert. Service. Also wenn da tatsächlich eine Karte kaputt gegangen ist, ohne dass man sie halt misshandelt hat, ne, das ist auch klar. Also ja, wenn ich sie manuell kaputt mache, dann zählt das nicht. Habe ich tatsächlich eine Art lebenslange Garantie. Aber lebenslange das dürfen die Hersteller aber nicht mehr schreiben. Warum das denn nicht? Ja, das ist so eine komische Geschichte. Okay. Lebenslang ist ja sehr, sehr lang. Und die könnte ja, also wer weiß, ob es die Firma dann noch gibt. Und da müsste man also Garantierückstellungen bilden. Und darum hat der Gesetzgeber irgendwann mal verboten, diesen Begriff lebenslange Garantie zu verwenden. Stattdessen gibt es dann halt die 30 Jahre Garantie. Und dafür müssen die Hersteller auch entsprechende Rückstellungen bilden. Also ja. Ja, gut. Klar. Aber an der Stelle hat man da schon mal eine ordentliche Sache. Bei den anderen Karten ist es also so, dass da durchaus auch viele dabei sind, die zumindest bei den großen Karten 10 Jahre Garantie geben. Mhm. Bei den kleinen Karten ist das oftmals eingeschränkt, da sind es dann manchmal nur 5 Jahre. Naja gut, aus besagten Gründen dann auch durchaus. Klar, weil ich natürlich da auch öfter drauf schreibe und sie dann eben entsprechend langsamer sind. So, das zum Thema MicroSD-Karten. Rucki zucki, einmal durch. Ich wollte gerade sagen, und egal wie wir jetzt auch die Karten weitermischen, das Spiel wird letztendlich mal gewonnen und mal verloren. Au! Ach ja, der Hut muss wieder auf. Ja, heute hat das mit dem Hut, der Herr Morawitz. Ja. Das war's mit dieser Folge der Technik-Ranch. Schön, dass Sie dabei waren. Wäre schön, wenn Sie uns weiterempfehlen, weil Sie wissen ja auch, das Ziel für 2017 lautet immer noch Weltherrschaft. Und zwar Weltherrschaft durch Information. Wir wollen die Welt komplett informieren. Naja, okay, die deutschsprachige Welt, weil sonst müssten wir jetzt anfangen zu übersetzen. Aber damit das gelingt, müssen Sie uns natürlich weiterempfehlen. Mhm.
und weiter, weiter und weiter empfehlen. Und das auch noch und so. Ja, auch in diesem Jahr beginnen wir mal mit einer Merkel-Raute. Wäre schön, wenn Sie uns anderen Menschen zur Kenntnis bringen. Und in diesem Sinne, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Zechpreller. Zechpreller. Ja, er hat's vergessen. Beinahe, vermute ich zumindest. Hier ist der Euro. Den kriegt er jetzt, der Schnurrer. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.